Darf ich dich mal dazu einladen, viel mehr die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was in deinem Leben wunderbar ist, dass die Aufmerksamkeit darauf zu richten, was gerade noch nicht so ist, wie du es eigentlich gerne hättest. Weil schau mal, egal in welcher Situation du dich gerade befindest, beruflich, privat, gesundheitlich, es ist doch nicht so, dass alles schlecht ist. Wenn du die Aufmerksamkeit darauf richtest, was gerade in deinem Leben jetzt gut ist, beruflich, privat und auch gesundheitlich, dann richtest du die Aufmerksamkeit auf diese Dinge und wovon liefert das Universum dir mehr? Genau von diesen Dingen. Ich bringe dir ein Beispiel. Wenn du dich beruflich noch in einer Gelebtwerdenfalle fühlst, im Hamsterrad gefangen fühlst, wie ich das in meinem früheren Leben ja auch mal mich wiedergefunden habe, dann schau doch jetzt mal, was sind die Dinge, wo du dankbar für sein kannst, wo du sagst, wow, das ist sensationell toll, ich habe eine Stelle, die füllt mir jeden Monat den Kühlschrank, also es kommt jeden Monat Summe X auf mein Konto und davon kann ich jetzt gut leben, auch wenn ich das nicht bis zur Rente machen möchte. Aber finde mal die Dinge in deinem Leben, die du auch schon wunderbar gemeistert hast, wo du einfach schon aus Situationen herausgekommen bist, weil wundersame Dinge geschehen sind, weil du einfach die Aufmerksamkeit auf die Lösungen gerichtet hast. Genauso im gesundheitlichen Bereich, wenn es da Disharmonien gerade gibt. Es ist ja nicht alles in deinem Körper in einer Disharmonie. Finde die Dinge in deinem Körper oder an deinem Körper, die wunderbar sind. Du hast Augen, mit denen du in die wunderbare Welt blicken kannst. Du kannst Farben sehen. Du hast Ohren, wo du den Vögeln morgens beim Zwitschern lauschen kannst. Also diese kleinen Dinge, du hast fließend warmes, kaltes Wasser, du hast Internet, dass du hier jetzt hier meinen Worten lauschen kannst und dich inspirieren lassen kannst, nicht nur von mir, sondern auch von anderen, wem auch immer du folgst. Also richte mal mehr die Aufmerksamkeit auf diese Dinge, die jetzt auch in deinem Leben wunderbar sind. Und dann wirst du sehen, wie du mehr und mehr in eine andere Energie kommst und wie mehr und mehr du dich automatisch auch auf den Weg begibst, in die Schwingung hinein begibst, wo du eigentlich hin möchtest. Und wundersame Dinge werden dann auch geschehen in deinem Leben.